Hallo und willkommen bei der 12. Folge von C Sharp Your Mind. Und in dieser Folge würde ich gern mal etwas wieder über Klassen machen. Klassen, eines der wichtigsten Themen in der Programmierung. Und ich würde gerne heute einen kurzen Einblick geben, wieso benötige ich Klassen? Wir haben bis jetzt mit unseren Methoden if, else, switch case, Schleifen, da können die Programme schon richtig was und man kann mit diesen arbeiten. Und das letzte Mal habe ich gesagt, dass alle großen Programme Klassen verwenden und benötigen. Jetzt fragt man sich, wieso? Wenn man eine Applikation hat, kann man ja ganz normal mit dieser arbeiten. Und wir haben das letzte Mal, habe ich gezeigt, dass ich hier meine Messagebox eingeben kann. Und dass ich hier in dieser Klasse, diese neue Klasse, dass ich die auch normal erstellen kann, was ich hier im Code zeige. Und jetzt sehen wir, dass die Klasse unter allem steht. Und nun die Sache, weswegen man Klassen benutzen kann. Der erste Vorteil von Klassen ist, dass man sie von überall hervor aufrufen kann. Das ist das Hauptmerkmal von Klassen. Ich kann zum Beispiel sagen, liebe Klasse, bitte mach jetzt das und das, was auch in jedem guten Programm verwendet wird. Wenn ich mal ein Spiele, für alle Spieler unter euch mal ein kleines Beispiel geben kann, stellt ihr vor, ihr spielt irgendein 3D-Game und seht einen Baum. Und ihr fahrt über irgendeine Rennstrecke und diesen Baum seht ihr immer wieder, der gehört zur Verzierung dazu. Und jetzt kann man entweder sagen, ich schreibe überall auf meine 3D-Überfläche diesen Baum hin, bis ich irgendwann verrückt werde, oder ich schreibe einfach nur, zack, hier, liebe Klasse, und dann erledigt sich das die Klasse. Das ist der Vorteil, dass ich in der Masse mit der Klasse einfach schneller bin beim Programmieren. Und auch schneller in der Performance, denn gegebenenfalls wurde die Klasse schon einmal kompiliert, dann ist der Compiler auch schneller. Und ich muss nicht dauernd von neuem beginnen. Und theoretisch könnte ich diese Messagebox jetzt auch aus der Klasse hervorheben. Und wenn ich jetzt in meiner Klasse einen Integer schreibe, zum Beispiel 12, dann kann ich den auch von überall aufrufen. Ja, ist wahrscheinlich jetzt irgendein Fehler. Integer Gregor, sage ich mal, und genau, jetzt habe ich hier mein Integer erstellt und dann gehe ich hier eins drunter und schreibe Gregor gleich 12. Klappt aber nicht, weil ich ja noch auf das Objekt zugreifen muss. Also das ist der große Vorteil, ich kann in der Klasse überall diesen Integer nehmen und kann ihn aus der einen Ecke des Programms verändern und auf der anderen und so weiter und so weiter. Das ist der Vorteil von Klassen. Ich kann sie immer wieder verändern für die Masse, deswegen benötige ich Klassen. Und der nächste Vorteil ist, dass ich Objekte reinstecken kann und dass ich der Klasse eine Anweisung von irgendwo geben kann. Und diese Klasse verarbeitet das für mich und nebenbei macht aber der User was ganz anderes. Das ist der nächste Vorteil. Ich hoffe, dass ich hier einen kurzen Einblick in die Welt der Klassen geben konnte. In der nächsten Folge werden wir auch mit den ersten Klassen arbeiten und ich werde zeigen, was man mit diesen alles machen kann. Okay, ich sage noch, wer die Präsentation benutzen möchte, kann entweder im Internet bei uns unter tchsupport.de auf der 12. Folge ganz unten die Präsentation herunterladen. Und wer weitere Sachen über Klassen haben möchte, kann unter msdn-online.de im Microsoft Developer Network einfach mal nachschauen und zum Beispiel nach Klassen C-Sharp suchen. Und hier kann man dann genau sehen, was man noch mit Klassen machen kann. Also hier zum Beispiel sieht man, dass Klassen ein Datentyp sind und so weiter und so weiter, wer sich jetzt schon vorinformieren möchte. Wie immer Tipps und Tricks und Feedbacks an video@tchsupport.com und all unsere Angebote findet ihr auf tchsupport.de oder auch im iTunes Store.
Wir werden übrigens die Links hier auf C-Sharp Your Mind die nächsten Tage versuchen zu verbessern. Es kann aber auch gegebenenfalls länger dauern. Wir bitten dafür um Entschuldigung. Okay, also, tschüss.